Ich habe mir heute mal für die Yamaha so einen Hakenschlüssel gekauft bei Tante Luis, wo ich die Ventileinstellplättchen, diese Krimps oder wie die heißen, wechseln kann. Weil einer hat ein bisschen wenig Ventilspiel. Muss ich mal tauschen. Werde ich heute mal testen, ob das funktioniert. Das ist im Prinzip. Drei, vier, sechs, acht Schrauben sind das, die hier raus müssen. Sind im Prinzip im Bus. Wo ist er da? Und aufpassen muss man hier, hier wo der Lüfterschlauch drauf ist, da ist der Imbus innen drin. Kann ich auch noch mal schnell zeigen. So, da ist ja innen drin, Imbus. Mal sehen, ob ich es mit einer Hand filmen kann. Also, jetzt wird es hier ein bisschen enger. Mit einer Hand kriegt man schlecht raus, aber naja, gut. So, den legen wir beiseite. Und bei mir ist es im Prinzip das Einlassventil vom zweiten Zylinder. Das ist ein Motor, der hat ein Einlassventil und ein Auslassventil pro Zylinder. Und der hier, der hat 0,05 mm Spaltmaß und das ist zu wenig. Drum werde ich das jetzt mal dieses Plättchen rausholen. Mit Hilfe dieses Hakenschlüssels. Und dann mal messen, wie stark das ist. Und dann muss ich mir eins besorgen, was dann 0,05 mm schwächer ist. So, ich habe jetzt mal den Schlüssel geholt. Und jetzt werde ich erstmal so machen, dass die Nocken, dass der Nocken im Prinzip aufs Ventil drückt. Dann brauche ich mit dem Hakenschlüssel nicht so doll. Und dann drehe ich das wieder hoch. Mal sehen, ob man das irgendwie filmen kann. Wo kommt man denn am besten ran? Also ran. Genau. So, Film und dann wie. So, da komme ich ran. Ich mal den Nocken runter. Da drückt er nämlich schon genau dieses Plättchen schon mal runter, beziehungsweise das Ventil. Mit einer Hand ist schlecht. Einer Hand Film, eine Hand. Ich lege mal kurz beiseite, dann mache ich den Hakenschlüssel dran, dann filme ich weiter. Im Prinzip mache ich jetzt den Hakenschlüssel hier drunter, dann hänge ich bloß hier ein. Schlecht zu filmen. Hier einfach unter die Nockenwelle und dann unter den Ring, den ich da vorhin gedreht habe. Ohne dass ich das Plättchen berühre. Und dann bleibt der Ring unten und ich kann das Plättchen hochheben. So, das versuche ich jetzt mal. So, mit meinem Magnet funktioniert es nicht, aber ich habe so einen Schraubenzieher, der magnetisch ist. Damit habe ich das Plättchen jetzt hier raus. Jetzt messe ich das und dann mal sehen. So, jetzt habe ich es rausgeholt und jetzt steht hier unten drunter eine 280. Ich denke mal, das wird das Maß sein. Ich messe es trotzdem nochmal mit dem digitalen Messschieber. So, jetzt baue ich den erstmal provisorisch wieder ein. Das heißt provisorisch, ich mache nicht alles zu, wo ist denn hier die Schärfe? Und die 280, das muss im Prinzip nach unten. Rein theoretisch bloß einlegen wieder. Und dann sollte der
wunderbar reinrutschen. Den Magnetschrauben hier brauche ich jetzt nicht. Jetzt schieben wir den im Prinzip bloß wieder an seine Stelle. Ich mache das nur hier durch Blick durch die Kamera, weil ich nicht vorbeigucken kann. So, ist er wieder drin. Nehme ich erstmal den Hakenschlüssel wieder raus, mache alles zu. So, will man noch zeigen, wie ich die Kurbelwelle drehe. Im Prinzip kann man hier dieses Gehäuse abschrauben, ist Plastik am Motor. Und dann mit einer 14er Nuss kann man hier wunderbar den Motor drehen. Dann habe ich die Zündkerzen ganz locker geschraubt und dann dreht er sich einfacher. Die Zündkerzen hier bloß ganz leicht reingeschraubt, dass die Luft raus kann. Dass er nicht so komprimieren muss. Und dann dreht sich das wunderbar, ganz leicht. Gut, das ist jetzt das nächste, was ich mache. Wenn ich das habe, werde ich den Vergaser wieder zusammenbauen, draufbauen. Und dann schauen wir weiter.